Willkommen zu meiner Top 20 Liste der Gameboy Classic-Spiele. Ich möchte euch hier meine 20 liebsten Gameboy-Spiele aller Zeiten vorstellen. Beachtet dabei bitte, dass dieses natürlich eine rein subjektive Liste ist. Einige Titel sind aus stark nostalgischen Gründen in der Liste gelandet, obwohl sie neutral betrachtet nicht zu den besten Spielen des Systems gehören. Außerdem habe ich zwar eine relativ große Sammlung, aber natürlich habe ich nicht jedes Spiel aus der riesigen Spieleauswahl des Gameboys gespielt. Pro Spielserie nehme ich auch immer nur die beste Version. Wenn euer Lieblingsspiel also nicht in dieser Liste auftaucht, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Aber genug der Vorrede, fangen wir an. Wer kennt es nicht? Ein wahrer Klassiker, der damals allen Gameboy-Systemen als Startspiel beilag und jung und alt begeistert. In diesem zeitlosen Spielprinzip müsst ihr mit unterschiedlichen Steinen geschlossene Reihen bilden, damit diese verschwinden. Es darf wohl keine Top-Gameboy-Liste ohne dieses Spiel geben. Mein erstes Mega Man Spiel, das ich jemals gespielt habe, und daher hat es einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Das Spiel wurde extra für den Game Boy neu entwickelt und spielt sich natürlich wie alle anderen 8-Bit-Titel der Serie auch. Ihr bekämpft Boss in einer freien Reihenfolge, übernehmt ihren Fähigkeiten und bekämpft damit dann den nächsten. Ein sehr schwerer Titel, aber immer noch sehr spaßig zu spielen. Lizenzverschoftungen müssen nicht unbedingt schlecht sein. In diesem Spiel von Infogrames steuert ihr den berühmten Cowboy durch verschiedene Level. Dort müssen natürlich Gegner per Pistole erledigt werden und Hindernisse überwunden werden. Klingt nach Standard-Cost, aber die liebevolle und vor allen Dingen abwechslungsreiche Gestaltung holt so einiges raus. Und die Musik erst. Zu R-Type hatte ich damals eine Art Hassliebe. Das Spiel ist wie die meisten Studium-Ups sauschwer, aber ich habe es immer und immer wieder versucht und kam immer ein klein wenig weiter. In diesem Spiel wird euch ein solider Ableger der bekannten Serie geboten. Besonderheit ist hier der kleine Satellit, den ihr als Power-Up bekommt und flexibel einsetzbar ist. In diesem Plattformer steuert ihr den kleinen Dracula und erlernt immer mehr Fähigkeiten, die ihr zum Überwinden der verschiedenen Hindernisse und Gegner braucht. Alles zusammen ist verpackt in einen klasse Grafikstil und einer knackigen Steuerung. Ein Muss für alle Plattformer-Fans. Diese Superheldenente hat sich eindeutig von Mega Man inspirieren lassen und das muss ja nichts Schlechtes bedeuten. Wie der blaue Held könnt ihr die Levelreihenfolge relativ frei aussuchen und setzt euch mit eurer Waffe und Spezialmunition zur Wehr. Am Schluss eines Abschnittes erwartet euch natürlich ein Endgegner aus der Serie auf euch.
Ich bin kein großer Fan von Sportspielen und kenne mich mit Eishockey nicht wirklich aus. Blades of Steel zieht mich aber trotzdem immer wieder in seinen Bann, vielleicht auch, weil es sich nicht selber zu ernst nimmt. Hier könnt ihr euch auch schon mal gehörig mit dem Gegner prügeln und einfach umflügen. Ein super Spiel, das auch Nicht-Eishockey-Fans gerne antesten können. Ach, diese Musik! In diesem Action-Plattformer kämpft ihr euch als stolzer Ritter durch eine unheimliche Festung. Das Spiel ist stellenweise echt frustrierend schwer und etwas ungeschliffen, da die geforderten Sprünge auch schon mal sehr komisch sind. Ich habe es damals aber geliebt und immer wieder mal hervorgekramt. Gefühlt hatte jeder das Spiel damals. Neutral betrachtet ist es eher ein durchschnittliches Spiel, das man in 10 Minuten locker durchspielen kann. In diesem Beat'em'up kloppt ihr euch mit Schlägen und Tritten durch die Gegnerhorden und am Levelende erwartet euch natürlich ein Boss. Ein simples, aber super Spiel für zwischendurch. Quirk ist einfach nur ein super sympathisches Puzzlespiel, in dem ihr eine Tomate mit einem grünen Iro steuert. Ja, 90er! Das Ziel ist in jedem Level einfach. Kommt zum Ausgang. Dafür müsst ihr verschiedene Blöcke verschieben und andere kleinere Rätsel lösen. Ein super Puzzlespiel, das ich immer mal wieder hervorhole.